Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich möchte euch in diesem Tutorial heute mal zeigen, wie man mit dem Digital Blending anfängt. Viel Spaß dabei! Ja, Digital Blending, vielleicht haben einige von euch davon schon mal gehört, vielleicht einige von euch auch noch nicht. Digital Blending bedeutet so viel, ich möchte mehrere Bilder in Photoshop zusammenblenden und aus jedem Bild quasi das Beste herauspicken, um daraus ein Gesamtbild zu machen. Das kann so aussehen, ich habe verschiedene Belichtungen von derselben Szenerie gemacht und möchte durch dieses Zusammenblenden der verschiedenen Ebenen die Belichtung so ein bisschen anpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel extreme Schwarzbereiche hier unten habe, dann kann ich mit einer helleren Belichtung das Ganze wieder etwas aufhellen. Und genau das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe hier in Lightroom 3 Bilder offen von derselben Szenerie, alle auf dem Stativ gemacht. Und ihr könnt hier mal durchgucken, was euch natürlich sofort auffallen sollte. Das Ganze, hier ist die Normalbelichtung, das ist die Unterbelichtung und das ist die Überbelichtung. Das Ganze ist eigentlich in der Normalbelichtung schon zu dunkel fotografiert worden. Ja, ein kleiner Fehler von mir. Wie gesagt, diese drei Bilder möchte ich jetzt mal in Lightroom kurz bearbeiten und dann in Photoshop zu einem Digital Blending zusammenfügen. Und das Ganze sieht so aus, ich werde jetzt hier wieder meine Standardbearbeitung machen. Das heißt, ich werde die Tiefen etwas aufhellen auf ungefähr plus 80, die Lichter etwas heruntersetzen auf ungefähr minus 80. So, jetzt wird das ganze Bild noch dunkler. Deswegen hätte ich das Ganze jetzt einfach mal wieder auf, indem ich die Belichtung hier hochziehe. Und so sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Und ihr seht auch, ich kann hier über eine Blende Belichtung nach oben ziehen, ohne dass ich hier krasse Störungen im Bild bekomme. Dann werde ich den Weißpunkt setzen. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich also die Weißwerte hier etwas nach oben setzen. Ich gehe jetzt hier auch ein Stück weiter als normal, denn durch das Digital Blending werde ich die Unterbelichtung einfach nehmen und hier die entsprechenden Pixel, die jetzt zu weiß sind, dann wieder überblenden mit einer dunkleren Belichtung. Aber ich möchte das gesamte Bild halt etwas heller haben. Und da gehe ich auf ungefähr, ja, plus 50 ist gut. Das Ganze dann noch mit den Schwarzwerten. Auch hier gehe ich etwas weiter als normal. Denn gerade was hier das Wasser unten angeht, das möchte ich aus dieser Belichtung hier gar nicht nehmen, sondern da möchte ich eigentlich das Wasser aus der Überbelichtung nehmen. Denn hier seht ihr schon, habe ich insgesamt 20 Sekunden belichtet und das Wasser ist dadurch relativ glatt geworden. Es sieht also fast aus wie so eine Eisschicht und genau das gefällt mir besonders gut. Denn dann habe ich keine störenden Strukturen unten im Bild, sondern der Betrachter konzentriert sich wirklich auf das Hauptmotiv und das sind hier die Hochhäuser mit den Booten im Vordergrund. Werden wir jetzt hier mal in der Normalbelichtung weitermachen. Ich werde noch etwas Kontrast hinzugeben, ungefähr so. Und so sieht das schon ganz gut aus. Jetzt werde ich den Weißabgleich hier noch ein bisschen bearbeiten. Ich will das ganze Bild so ein bisschen blau-lila gestalten. Und dazu gehe ich einfach hier hin und werde das Ganze ein bisschen bläulicher machen und dann noch etwas Magenta hinzufügen. Und dadurch kriege ich das ganze Bild so ein lilanen Touch, das gefällt mir hier schon sehr, sehr gut. Und dann werde ich hier weiter runtergehen und die Klarheit wieder etwas heruntersetzen, um diesem HDR-Look entgegenzuwirken. Und noch ein kleines bisschen Dynamik rein. Das Bild ist schon sehr, sehr farbgesättigt, aber es ist Dubai, Leute. Dubai ist einfach farbenfroh ohne Ende. Dann werde ich jetzt hier weiter runtergehen. Ich werde im Farbton, in der HSL-Tabelle hier, im Farbton blau noch ein wenig entgegensteuern hier. So gefällt mir das schon etwas besser. Und dann gehe ich weiter runter. Standardretusche eben. Ihr kennt das aus meinem letzten Video schon. Ich werde hier meinen Schärfebetrag auf 80 setzen und dann mit gedrückter Alt-Taste den Himmel und das Wasser noch wieder ausmaskieren, damit wir wirklich nur die Kanten schärfen. Denn alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Und so kriegen wir dann kein störendes Rauschen im Himmel oder im Wasser. Okay, ich werde trotzdem noch ein bisschen Rauschreduzierung auch aktivieren auf ungefähr 20, damit wir auch wirklich gar kein Rauschen mehr im Bild haben. Dann werde ich hier in den Objektivkorrekturen noch die Profilkorrekturen aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen und die Upright-Funktion in Photoshop nutzen über Auto, damit die ganzen ja, vertikalen Linien noch etwas begradigt werden. So sieht das schon sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist in der Kamerakalibrierung, werde ich mein Profil mal ändern. Und da bietet mir Lightroom zum Beispiel Kamera neutral an. Übrigens, das funktioniert nur, wenn ihr im RAW-Format fotografiert habt. Also fotografiert immer im RAW-Format, niemals in JPEG. Dann könnt ihr diese ganzen Bearbeitungen hier nur überhaupt machen.
Und kameraneutral gefällt mir schon sehr gut, denn es nimmt so ein bisschen Kontrast wieder raus, es hebt noch die Tiefen etwas an und so ist das schon sehr gut. So, soweit haben wir unser normales Bild, unsere normale Belichtung bearbeitet und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auf unsere anderen beiden Belichtungen noch übertragen. Und dafür wähle ich die normale Belichtung hier unten in der Leiste aus, halte die Shift-Taste gedrückt und drücke auf das letzte Bild. Somit wähle ich alle drei Bilder aus und drücke dann hier unten mal auf Synchronisieren. Und jetzt kann man hier einstellen, was man alles auf die anderen Bilder übertragen möchte. Und in meinem Fall möchte ich alles übertragen, deswegen wähle ich hier einfach alle Häkchen aus, beziehungsweise könnt ihr das auch einfach hier unten auf alle auswählen klicken, dann sind alle Häkchen ausgewählt automatisch. Dann klicke ich auf Synchronisieren und Lightroom synchronisiert automatisch alle Einstellungen auf das unterbelichtete Bild und auf das überbelichtete Bild. Hier seht ihr es. So, jetzt haben wir drei bearbeitete Bilder und jetzt wollen wir das Ganze in Photoshop zu einem Digital Blending machen. Und dazu wähle ich wieder alle drei Bilder aus und drücke dann mit der rechten Taste auf eins der Bilder und sage Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Wir sind jetzt in Photoshop angekommen und haben alle drei Fotos auf einer separaten Ebene jeweils und die können wir jetzt immer ein- und ausblenden und genau das wollten wir ja auch. Wichtig ist für das Digital Blending, dass wirklich alle drei Ebenen exakt übereinander liegen und damit meine ich wirklich exakt, also pixelgenau. Und um das zu schaffen, das sieht ja hier schon ganz gut aus eigentlich, aber um wirklich sicher zu gehen, dass wirklich alle drei Fotos übereinander liegen exakt, wähle ich mit der gedrückten Shift-Taste nochmal alle drei Ebenen aus und gehe dann über Bearbeiten Ebenen automatisch ausrichten. Und da lasse ich einfach hier alles genauso wie es ist, hier auf Auto und drücke OK. Und Photoshop wird jetzt nochmal ganz kurz rechnen und uns die Ebenen wirklich tatsächlich pixelgenau ausrichten. Und das ist wirklich extrem wichtig, denn wenn ihr jetzt anfangt, die Ebenen ineinander zu vermischen und dort ist nicht pixelgenau alles ausgerichtet, dann sieht es extrem verwackelt aus, das Bild, und genau das wollen wir vermeiden. So, Photoshop ist hier fertig. Ihr seht auch, hier gibt es einen ganz kleinen Rand auf allen Seiten. Das ist nicht weiter tragisch. Und jetzt können wir anfangen mit dem eigentlichen Digital Blending. Dafür werde ich mir jetzt mal die überbelichtete Ebene ganz nach oben hier in dieser Ebenenpalette ziehen, dann darunter die normal belichtete Ebene und ganz unten die unterbelichtete Ebene. Und jetzt werde ich hier mir mal eine Maske für die oberste Ebene anlegen mit gedrückter Alt-Taste und dann auf das Maskensymbol lege ich hier eine Maske an, die komplett schwarz ist. Das heißt, das komplette Bild, also die komplette Ebene, ist im Moment ausgeblendet. Ja, ihr kennt dieses Schwarz und Weiß von den Masken immer schon, auch aus Lightroom. Alles, was schwarz ist, wird ausgeblendet. Alles, was weiß ist, wird eingeblendet. Und durch die komplett schwarze Maske hier ist die überbelichtete Ebene erstmal komplett außen vor. Jetzt zoome ich mal ein bisschen weiter rein in das Bild. Und was ich jetzt machen möchte, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, ich möchte das Wasser hier aus der überbelichteten Ebene nehmen und hier in das Bild einfügen, denn das Ganze sieht dann ein bisschen glatter aus und hat nicht mehr ganz so viel Struktur. Und dafür nehme ich mir jetzt hier einfach einen Pinsel, stelle auf die Vordergrundfarbe weiß, ja, und werde dann mit 100% Deckkraft und 100% Fluss einfach hier erstmal drüber malen. Und ihr seht schon, das Ganze wird jetzt auch um einiges heller. Ich mache jetzt nochmal einen Rechtsklick hier rein, werde die Härte mal auf ungefähr 80% stellen. Und die Größe nicht ganz so groß, auf ungefähr 500 Pixel, dass ich noch ein bisschen mehr Kontrolle hier drin habe. Und dann kann man hier richtig schön mit gedrückter Taste einfach mal drin rummalen. So, ich habe das Ganze jetzt mal schon ganz grob gemacht. So sieht es natürlich noch extrem doof aus und man sieht überall noch die Kanten. Das Erste, was natürlich gemacht werden muss, ist die Belichtung noch mal etwas anzugleichen, denn wir sehen es ja selber, das Wasser ist in dem Fall viel zu hell. Und um das Wasser wieder etwas anzugleichen in der Helligkeit, werde ich mir jetzt hier eine Gradationskurve in den Einstellungsebenen machen, die ganz nach oben kommt und dann daraus eine Schnittmaske machen. Und das kann ich hier über diesen kleinen Button machen. Und diese Schnittmaske bedeutet, dass ich diese Ebene, diese Einstellungsebene, nur auf die darunterliegende Ebene anwende. Und jetzt möchte ich einfach hier mal das Ganze etwas weiter runterziehen, um so das Wasser wieder etwas abzudunkeln. Und so sieht das Ganze ja schon sehr viel besser aus. Das gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt können wir weitermachen hier mit den feinen Kanten noch, denn die habe ich ja noch nicht gemacht. Und dafür nehme ich wieder den Pinsel, werde ihn jetzt um einiges kleiner machen hier, ja, auf ungefähr 80 Pixel. Die Härte werde ich komplett runtersetzen auf 0, denn das ist jetzt ganz wichtig, dass man hier einfach so einen schönen Übergang findet,
den man am Ende nicht mehr so doll sieht. So gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt werde ich hier einfach nochmal die Einstellungsebene nochmal nehmen, nochmal einen Doppelklick drauf machen und noch ein Stück weiter abdunkeln, so dass man am Ende wirklich denkt, okay, das war eine Aufnahme. So, jetzt zoome ich mal raus aus dem Bild und guck mal, ob man es irgendwo noch krass sieht. Das ist eigentlich jetzt nicht so der Fall. Und wenn ihr jetzt mal den Vergleich euch anschaut, das Wasser sieht jetzt meiner Meinung nach sehr, sehr viel besser aus. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und jetzt werden wir das Gleiche noch mit den Lichtern machen. Denn hier sind wirklich einige Überstrahlungen drin im Bild, die man dann noch so ein bisschen rausnehmen kann, indem man die unterbelichtete Ebene einblendet. Und dafür nehme ich jetzt hier meine normal belichtete Ebene und klicke wieder auf das Maskensymbol. Diesmal allerdings ohne gedrückte Alt-Taste und somit kriegen wir eine weiße Maske, wo man also noch alles sieht. Und jetzt werden wir den schwarzen Pinsel nehmen und werden wieder hier so ein bisschen einfach dann rummalen. Und ich gehe jetzt einfach mal mit der Deckkraft auf ungefähr 50%, mit dem Fluss auf 50%. Wenn euch das Ganze hier noch nicht so vertraut ist mit Photoshop, ich werde in Zukunft auch Photoshop-Videos machen, wo ich das Ganze dann auch noch etwas näher erkläre, was für Funktionen eigentlich in diesem umfangreichen Programm wirklich gegeben sind. Das wird in Zukunft kommen. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit, sowas auch zu machen. Aber die Anfragen kamen schon und ich bin da auch durchaus bereit, auch sowas zu machen. Also bleibt auf jeden Fall in dem Channel dran. Es wird sich in nächster Zeit noch einiges ändern. Es wird viel passieren auf dem Kanal. Also wenn ihr Photoshop und Lightroom lernen möchtet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. So, ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen weitermachen, einfach immer noch so ein bisschen was von den überbelichteten Stellen. Da werde ich einfach mit Schwarz immer noch mal ein bisschen rübermalen, um so die unterbelichtete Ebene hier noch so ein bisschen hervorzuholen. Wenn ihr hier übermalt, so wie jetzt hier gerade eben bei mir diese Kante, dann könnt ihr einfach mit dem Shortcut X zwischen Vordergrund und Hintergrundfarbe wechseln und dann könnt ihr euch ganz einfach das Weiß wieder einblenden und über die entsprechende Stelle wieder rübermalen. Kein Problem. So, ich habe jetzt mal, soweit es geht, alles gemacht, was ich machen wollte. Und das ist das Prinzip von Digital Blending. Also, wichtig ist, dass ihr mehrere Aufnahmen macht mit unterschiedlicher Belichtung, quasi wie ein HDR-Bild, nur dass ihr das Ganze dann manuell quasi überblendet in Photoshop mit Ebenenmasken. Und ich werde das ganze Bild jetzt wieder schließen, speichern und das Ganze wird automatisch dann wieder in Lightroom importiert. Und dann noch ein paar finale Anpassungen an dem ganzen Bild machen. Okay, wir sind wieder in Lightroom angekommen und das Bild wurde importiert. Das ist jetzt eine TIFF-Datei und wir können jetzt noch so ein paar finale Anpassungen machen. Zuerst mal möchte ich das ganze Bild noch so ein bisschen croppen, denn ihr seht, so ein ganz leichter weißer Rand ist halt entstanden durch das Ebenenausrichten in Photoshop. Und deswegen werde ich hier rechts und links und oben und unten so ein ganz klein bisschen jeweils aus dem Bild noch rausnehmen. Und unten werde ich sogar noch ein Stück weiter rausnehmen, denn ich möchte nicht ganz so viel Wasser drauf haben. Ungefähr so, ja. Jetzt haben wir hier wieder die untere Ein-Drittel-Regel. Da ist der Horizont und zwei Drittel oben. So gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ich drücke OK zum Bestätigen. Und jetzt haben wir ein, ja, so fast schon so ein bisschen panoramamäßiges Foto. Jetzt fällt mir hier noch auf, ich habe hier noch so einen Sensorspot. Den werde ich hier auch wieder noch herausnehmen mit dem Reparaturpinsel. Einfach einmal klicken und Lightroom rechnet mir das automatisch raus. Habe ich hier noch irgendwo einen? Ja, hier ist noch so ein ganz kleiner. Den nehme ich auch noch raus. Und so sieht das schon ganz gut aus. Perfekt. Ja, wie gesagt, so sieht das Ergebnis am Ende aus. Wir können ja nochmal vergleichen. So sah das Bild aus, bevor wir das Digital Blending gemacht haben. Also dunkles Wasser und hier überstrahlte Lichter. Und jetzt, wo wir fertig sind, ein schönes, ausbalanciertes Wasser. Und die Lichter hier oben, gerade wenn ihr hier in dem Haus mal guckt, hier oben, dann seht ihr, dass wir da viel mehr Details jetzt drin haben. Und das können wir durch Digital Blending erreichen. Wenn ihr mehr über Digital Blending wissen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Man kann da echt noch eine ganze Menge zu erzählen. Es gibt verschiedene Techniken, wie man Digital Blending anwenden kann. Das war jetzt hier wirklich mal nur der ganz grobe Einstieg. Da kann man noch sehr, sehr viel mehr darüber erzählen. Und wenn ihr das wissen möchtet, dann gebt dem ganzen Video einen Daumen nach oben, kommentiert, dass es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, wenn ihr nicht weitere Videos verpassen wollt.
Ich zeige euch das ganze Bild jetzt nochmal im Fullscreen-Modus. So sieht unser Ergebnis aus und ich hoffe, es hat euch sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem Ganzen zu folgen. Hier auf der rechten Seite seht ihr jetzt nochmal die letzten Videos, die ich gemacht habe. Da ging es zum einen um die Schwarz-Weiß-Konvertierung in Lightroom und zum anderen habe ich ein Video über Color Key gemacht, auch in Lightroom, übrigens auch mit einem Dubai-Bild. Also wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt mal rein und vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen Wissen mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bearbeiten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!